uns allen hier einen guten Tag mit dieser Frage, wie geht Wandel? Wandel passiert. Und wir sind mitten in einem ganz gewaltigen Wandel. The next great transition, wie das so schön heißt. Ja? Es wird ein Wandel in den Köpfen sein müssen. Von der Mächtigkeit wie der Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Von der Wirkung um nichts nachstehend der neolithischen Revolution, also der Sesshaftwerdung, des Beginn des Ackerbaus oder der industriellen Revolution. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo es darum geht, was können wir jetzt machen? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie klein die Dinge sein können und wie groß die Wirkung. Wie können wir zusammen leben in einer Stadt, in modernen Gesellschaften und möglichst diese Vorteile von Freiheit und Eigenverantwortung und so bewahren und gleichzeitig aber Verbindung zu anderen schaffen. Und da geht es wirklich darum, Guttenstein so als Vision zur nachhaltigsten Gemeinde Österreich zu machen. Weil erst wenn ich es ausspreche, hört das jemand so, ja, da mache ich mit, ja, da mache ich mit. Das wirklich aussprechen, was ich vorhabe und dann schauen, was passiert. Und wenn ich schaffe, über den Tellerrand zu schauen, damit ich weiß, wo sind die Zusammenhänge und die Bezüge und was mein Tun für Auswirkungen hat, dann kann ich besser mich zusammentun mit den anderen, um uns gemeinsam auf diese bessere Zukunft auszurichten. Mein Leitmotto ist, die Welt ist komplizierter, als wir glauben. Viel komplizierter. Dafür haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir glauben. Und es gilt eben nicht zu jammern, wie kompliziert die Welt ist, sondern diese Möglichkeiten auszuloten. Und da sind wir ja da heute am richtigen Ort, da hören wir und sehen wir viele tolle Beispiele. Ja, ich freue mich, dass ich endlich einmal ganz konkrete Maßnahmen auch gehört habe, was man denn wirklich machen kann. Es wird immer viel geredet, wir müssen was tun. Es wird auch an der Uni viel geredet, man muss, soll irgendwas machen. Und da wird einmal ganz klar aufgezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Das gibt einem ganz viel Motivation und ganz viel Kraft und auch ganz viel Hoffnung mit, wenn man wirklich sieht, wo kann man überall mitmachen, wo kann man sich überall engagieren. Tolle Veranstaltung und die Möglichkeit, dass so viele Leute zusammenkommen, die von so vielen Bereichen eigentlich das kurz und schön schaffen wollen und das ist einfach beeindruckend. Die Tatsache, dass wir wirklich ganz viele gesetzliche Rahmenbedingungen zum Teil schon haben, beziehungsweise technische Voraussetzungen ganz viel schon gegeben sind und dass es jetzt darum geht, die Sachen eben umzusetzen. Ja, es waren eher so Puzzlesteine, die mir gefehlt haben noch. Und dass das Feld des Wandels einfach so groß ist und so lebendig, das ist ganz super. Von Auenweide, die mit dem Vermögenspool arbeiten, also eine andere Form, etwas zu finanzieren. Ein bisschen gähnen. Bei all diesem Tun brauchen wir ganz viel Entspannung, glaube ich auch. Othello steht einfach auch für soziokulturelle Kooperation, aber auch Innovation, Räume zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen. Wir wollen, wenn wir Grundstücke kaufen, Häuser kaufen, die den Markt langfristig entziehen und wollen verhindern, dass sie wieder auf den freien Wohnungsmarkt zurückkommen. Ihr werdet es erleben, in diesem Jahrhundert fallen die Würfel. Und die fallen nicht irgendwie zufällig, sondern die können wir, nicht schummeln, sondern die können wir beeinflussen. Jeder von euch ist mächtiger als Nero jemals war. Ja, ich bin dabei. Also das ist Extinction Rebellion, Verantwortung Erde. Aber alles, das ganze Green Skills Lehrgang, der Lehrgang für nachhaltiges Bauen, finde ich super spannend, ist total wichtig und zukunftsweisend. Aber ich würde das, wenn jemand unsicher ist oder noch nicht weiß, was er tun soll, würde ich ihm wirklich stark empfehlen, das zu machen, weil dann hat er wirklich auch Netzwerke durch diesen Lehrgang und lernt auch wirklich was.
und dann kann er selbst schauen, wo er es ihn hinbringt durch so eine Erfahrung Green Skills Lehrgang. Ich habe Mut gekriegt, quasi was zu machen. Also ich habe gesehen, es ist möglich, man kann was machen. Man muss einfach nur quasi einen Schritt wagen. Es gibt jede Menge Grund zur Hoffnung. Wirklich einen großen Mehrwert für alle zu erzielen, wenn man zusammen an kleinen Lösungen arbeitet. Und da hat, glaube ich, jeder eine eigene Idee. Ihr seht die Dinge und fragt, warum. Ich träume Dinge und frage, warum nicht. Ist von George Bernard Shaw aus Man and Superman. Und seitdem ich das verstanden habe, träume ich von einer besseren Welt. Ich hoffe gemeinsam mit euch. Das ist ein vereinendes Projekt, das begonnen hat.